Servus, ein weiteres Video von Zeitreisen. Diesmal ein spezielles Video. Es hat diesmal wenig mit Reisen zu tun. Es hat was mit Stoffwindeln zu tun. Mit der Reise durch den Körper. Der ist gut. Ja, genau. Also es ist so, heute wurden nicht nur einmal gefragt, jetzt mittlerweile wegen den Stoffwindeln. Und dann dachten wir, komm, wir drehen einfach mal ein Video dazu und laden das mal hoch. Ja, wie ihr seht, wir haben jetzt alles schön vorbereitet. Wir haben hier das Modell Stoffwindel. Also es gibt ja Pampers und Stoffwindel. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch Alternative gibt, vielleicht Tücher oder sowas, aber ist jetzt egal. Wir haben uns, das ist eine tolle Sache auf jeden Fall, unserer Meinung nach. Und wir zählen euch jetzt mal ein bisschen die Vor- und Nachteile auf, was es hier mit denen auf sich hat. Ja. Genau, also wir haben hier eine Stoffwindel aus dem finnischen Supermarkt, kann man sagen. Wir erklären euch gleich den Aufbau. Kostenpunkt, glaube ich, insgesamt 15 Euro ein Exemplar wahrscheinlich. Mhm. Dann haben wir im Internet bestellt. Ich habe eingeschlafen. Wir haben im Internet bestellt ein Set aus Stoffwindeln. Das ist die Marke. Free Little Imps heißen die. Und da kosten 6 dieser bunten Stoffwindeln und 12 dieser Booster der Einlagen. 64,95 Euro. Ich habe es da stehen. Ja. Genau, momentan. Ich glaube, damals bei uns, vor ein paar Monaten, waren die noch bei 60 Euro. Echt? Ich glaube, ja. Okay. Aber egal, ich kann mich auch täuschen. Ja. Aktueller Standpreis September 2022. Genau. Wie gesagt, und jetzt zeigen wir euch mal, wie so ein Stoffwindel aufgebaut ist. Genau. Dazu, also jetzt ist die verschlossen. Und wie ihr seht, hat die ziemlich viele Druckknöpfe hier. So sieht das Ganze aus, wenn es aufgeklappt ist. Und man kann auf ganz viele Arten die Windel verschließen. Also das ist natürlich mit wachsendem Bauchumfang hier oben. Mhm. Verändert sich dann jeweils die Weite. Und ganz zu Beginn, wenn die Babys noch ganz klein sind, also die ersten 3 Monate haben es, wird es einfach dann hier verschlossen. 4. Ja. Kommt so. Aber auf bis Baby. Aber das zeigen wir jetzt gleich ja auch nochmal genauer bei der Funktion. Genau. Auf jeden Fall wird die dann ganz schnell kleiner gemacht. Also ihr seht, der Steg hier vorne ist dann deutlich kleiner. Ja. Genau, aber da kommen wir noch genauer zu. Auf jeden Fall besteht eine Stoffwindel ja aus 3 Bestandteilen. Das ist einmal dieses Äußere, die eigentliche Windel, würde ich sagen. Dann diese Einlage, Booster genannt, auf manchen Seiten. Die ist von derselben Marke natürlich. Mhm. Und was wir dann noch extra gekauft haben, sind diese Papiertücher. Hier von Grünspecht, Naturprodukt. Ja. Das ist Windelvlies, Pampers-Tücher, genau. Wie kann man das nennen? Ich zeig's euch mal hier. Auf jeden Fall sind die, wie man sieht, ziemlich robust. Also jetzt nicht wie ein Tempo, sondern ziemlich zugfest. Genau, die haben wir extra gekauft. Da kostet so eine Rolle mit 120 Blatt. Ich glaube 12 Euro, 10 oder 12 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Wir schreiben euch die Preise nochmal genauer rein. Genau. Auf jeden Fall, diese Rolle haben wir extra gekauft. Und der Vorteil ist, die sind auch waschbar. Also man kann die einmal, zweimal wiederverwenden. Je nach Verschmutzungsgrad machen wir es abhängig. Ja. Genau, auf jeden Fall, daraus besteht die Windel. Der äußere Teil. Also hier, das sind die farbigen, die sind zwar nicht so schön wie diese finnischen, wie ich finde, aber ja, das geht schon. Alles soweit ganz gut. Pro so einer Stoffwindel kommen 2 von diesen Einlagen dazu. Also eigentlich sind es 2 Einlagen. Genau. Und je nachdem, wie groß das Baby schon ist, kann man hier hinten eine Einlage einbauen. Dann wird natürlich mehr Pipi aufgefangen und die kommt dann einfach hier reingezogen. Ansonsten, was viel leichter ist, was wir machen, wir klappen nur diese Tasche hier ein. Mhm. Dann ist die aus dem Weg. Genau. Und dann kommt die Einlage drauf. Ja. Und dieses Papier. Genau. Genau. Und also, und dann kann damit man wisst, welche Richtung es geht, habe ich extra ein Exemplar mitgenommen. Ja, okay, kommen wir gleich zu. Ich würde nur kurz noch erzählen. Diese Außenwindel, die hat, wenn man das erahnen kann, hier innen, hat die wie so eine kleine wasserabweisende Schicht. Also da kommt wirklich auch kein Urin oder
Kacker durch? Darf man das sagen auf YouTube? Oder wird das Video dann gesperrt? Darf man. YouTube. Ja, musst du wissen, weil sonst musst du es zensieren und dann wird das Video gesperrt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der Ausfluss des Körpers. Der Feststoff des Körpers. Genau, der also auf jeden Fall lässt die nichts durch. Genau, dann, das ist die Funktion davon und das ist natürlich wie so ein dickes Handtuch. Das fängt natürlich viel Flüssigkeit auf. Oh ja, wirklich, definitiv. Wenn man da die doppelte Lage reinlegt, natürlich dementsprechend nochmal mehr. Aber bis jetzt kommen wir mit einer ganz gut aus, wenn man halt häufig wechselt. Und dann dieses Papier fängt natürlich das Grobste mal auf, würde ich sagen, wenn was Festes drin landet. Dann kann man das Ganze einfach zack, wegschmeißen. Beziehungsweise waschen. Oder waschen, genau. Einmal vielleicht von Hand auswaschen und dann ab in die Waschmaschine. Ansonsten gibt es diese hier auch zum Runterspülen, also in der Toilette. Das ist dann ein bisschen leichteres Material als dieses hier. Genau, einmal verwendbar. Zack, weg. Ja, gerade fürs große Geschäft ist manchmal zu leichter zu sagen, okay, weg damit. Genau, und wir haben einen Freiwilligen. Wie das aussieht. Also ihr habt diese Windel vor euch liegen, so. So liegt dann das Baby da. So. Genau. Natürlich auch so ruhig, weil man hat immer ein ruhiges Baby. Genau, und dann muss man natürlich schauen, dass alles soweit es geht innen bleibt. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn auf der Rückseite die Windel, die Einlage ein bisschen drüber rausschaut. Aber vorne sollte es schon passen einigermaßen. Und jetzt ist ja in dem Fall das Baby viel zu klein. Ja, ist jetzt. Ja, ist egal. Ja. Auf jeden Fall macht ihr die dann zu, guckt halt, dass immer Zug drauf ist und die kleinste Einstellgröße genommen wird. Einmal. Da, die Hand ist mit drin, das mit ist drin. Nicht so schlimm. Oh, ist wie einpucken. Genau. So, hier hinten das reinstecken, wenn es passt. Genau. Dann sieht das Ganze so aus. So. Und man muss sagen, also hier ist es natürlich immer wichtig zu schauen, dass alles drinnen bleibt, weil sonst läuft hier oft mal was raus. Das Papier darf nicht rausschauen, weil sonst wird natürlich die Kleidung auch nass. Richtig. Deswegen immer schön schauen, dass es hier alles drinnen bleibt. Und natürlich auf die Beinbreite anpassen, also schmaler stellen, wenn das Baby noch klein ist. Wir haben angefangen, eigentlich von Beginn an haben wir es ausprobiert mit den Stoffwindeln. Ja. Ist öfter schief gegangen, weil der Kleine einfach noch viel zu klein war. Die Beinchen waren viel zu dünn. Deswegen ist natürlich hier öfter mal was schief gegangen. Ja. Genau. Ansonsten, wenn man es häufig nach dem Stillen einfach gleich wechseln geht, ist das jetzt nicht so tragisch, finde ich. Und man kann halt ja eh alles waschen. Also wenn man Matratzenschoner hat und alles, dann ist es gar kein Problem. Genau. Wir sind irgendwann übergegangen, dass wir nachts nur noch die Pampers benutzt haben. Das ist einfach leichter, weil man dann einen längeren Zeitraum hat, wo man nicht mal hier die Stoffwindel wechseln muss. Das war für uns für die Handhabung leichter. Das haben wir erst nach ein paar Wochen dann durchschaut, dass man das so entspannter handhaben kann. Genau. Und damit sind wir ganz gut gefahren. Und bis jetzt ist es noch so, wenn wir weggehen, benutzen wir auch keine Stoffwindel, sondern für ein paar Stunden draußen unterwegs sein, ist eine Pampers auf jeden Fall leichter. Richtig. Aber für den Fall gibt es auch hier im Set einen Beutel dabei, wo man die verschmutzten Windeln einpacken könnte. Und jetzt, wo der Kleine ein bisschen größer ist, also 4 Monate, fast 5, traut man sich das auch wieder zu, mit den Windeln loszugehen. Das ist jetzt nicht das Thema. Genau. Genau. So viel zu dem Aufbau. Der Stoffwindel. Ja. Und die Finish ist ziemlich gleich. Richtig. Von den Druckknöpfen hier unten zur Größenverstellung. Aber der Unterschied ist, es hat einen Klettverschluss. Mit den Druckknöpfen, das soll wohl länger halten als der Klettverschluss. Aber wir sind eigentlich mit dem hier auch ganz zufrieden. Mit der Finishen. Bisher, ja. Muster gefällt uns besser. Das Muster ist auf jeden Fall schöner, ja. Der Unterschied ist halt, dass die innen dunkel sind. Kann ein Vorteil sein, dass man den Dreck nicht gleich so sieht. Genau. Und was wir noch dazu gekauft haben, nicht nur diese Papiere, weil das ist uns nicht nachhaltig genug, gibt es auch noch diese Stofftücher im finnischen Supermarkt. Da kosten 5 Stück, glaube ich, 8 Euro oder so. Ganz praktisch, weil waschbar. Und genau, wird alles bei 60 Grad gewaschen.
Wir desinfizieren mit ein bisschen Essigwasser, also Essig ist jetzt verdünnt. Also, jetzt wisst ihr Bescheid, dieselben drei Bestandteile, nur hier dieses Stoff ändert. Genau, auch funktioniert auch super gut. Mhm. Es ist fast leichter mit dem Klettverschluss das zu verschließen. Ja. Aber diese Variante hier ist auch super. Definitiv. Also schenkt sich nicht viel. Ja. Vielleicht kann man zu Beginn einfach mal diese Variante ausprobieren, weil man da einzelnen bei DM oder Rossmann vielleicht kaufen kann und dann später dieses Set nachbestellen, wenn man das ja, zum Ausprobieren, genau. Genau. Also es ist am Anfang ein bisschen mehr Aufwand, das, sag ich mal, zu lernen, wie man das macht, wie mit einer normalen Winde. Aber das ist alles so schnell, wie sagt man, man hat das alles so schnell erlernt, das funktioniert einwandfrei, ja. Deswegen. Man kann die auch vorbereiten, also man kann ja die quasi jetzt so fertig schon in den Schrank rollen. Genau. Dann geht es auch nochmal schneller. Und was wir hier bei den Tüchern zum Beispiel noch gemacht haben, wir haben die so gelassen, wie es ist und innen einfach rausgezogen, weil wenn man das zieht, dann ist es leichter, das rauszunehmen zum Beispiel. Das, also. Genau. Und was haben wir so an Vor- und Nachteilen da? Also die schreiben wir einzeln nochmal vielleicht auf. Die Kosten, grob, was es gekostet hat und wo man die bestellen kann. Ja, kann man vielleicht mal verlinken. Das kann ich natürlich nicht verlinken, weil das ist von Prisma aus dem finnischen Supermarkt. Ja. Die haben echt ein gutes Sortiment, die großen Supermärkte. Also auf jeden Fall, genau. Richtig. Ich meine, das ist alles unbezahlte Werbung, was wir hier machen. Das ist einfach nur ein Erfahrungsbericht. Ja, Wäsche haben wir gesagt, gell? 60 Grad Wäsche. Genau. Pulver benutzen auf jeden Fall, kein flüssiges Waschmittel. Ab und zu am besten auch komplett ohne Waschpulver mal waschen, damit die Saugfähigkeit wiederhergestellt wird. Mit Essigwasser desinfizieren. Und ganz wichtig, diese Tücher innen, diese hier. Also, wenn ihr es jetzt noch nicht wisst und noch kein Kind habt, das, was rauskommt, kann verdammt gelb sein. Und es verfärbt natürlich so eine Einlage komplett. Trotz diesem Papier und was auch immer. Auf jeden Fall wird dieses Teil auch komplett verfärbt sein. Nach dem Waschen auch noch. Was ihr dann macht, ist einfach auf die Wäscheleine packen. Ihr könnt es zwar auch in den Trockner schmeißen, aber die Sonne desinfiziert nochmal mehr und vor allem bleicht die das komplett wieder aus. Also das hier ist schon etliche Mal benutzt worden und wie ihr seht, geht voll. Das sind so minimal Cremereste, die von der fertigen Creme einfach nicht mehr rausgehen. Mhm. Und ja, die Sonne bleicht es wunderbar aus. Ja. Es wird alles so weiß, wie ihr vorhin gesehen habt. Ja. Genau. So, das war's zur Wäsche. Was haben wir noch? Vorteile, Nachteile, noch ein paar? Ja, mal schauen, was unser Kleiner gleich dazu sagen wird. Ach so, ja. Deswegen, ja, also wie gesagt, ich finde es, wie gesagt, praktisch. Es ist handlich. Der Nachteil ist, wenn es noch ein Neugeborenes ist, dass halt mal was rauskommen kann. Das haben wir auch schon erwähnt gehabt. Genau. Dass man es halt waschen muss. Manchmal haben wir halt nicht alle griffbereit, weil die, es kann halt mal passieren, dass man 10, 12 Mal am Tag Windel wechselt wird. Das passiert. Kann auch öfters passieren, kann auch weniger passieren. Das ist, gibt da keine Zahl dafür. Wie gesagt, es ist von so, bis. Jedes Kind anders. Richtig. Genau. Und von daher ist es völlig normal. Also, ich meine, wir haben uns gedacht halt einfach, dass... Also mit 3 Monaten kann man sagen, hat es bei unserem Kleinen richtig gut gepasst mit dem Beinumfang. Da hatte er so, wie viel Kilo? 6, 7? In 3 Monaten, ja. 6, 5 bis 6. Und dann hat man gemerkt, dass es an Beinen richtig gut jetzt ansetzt, weil es ist ja auch schon dehnbar. Und ab da war es eigentlich ziemlich gut. Wir haben jetzt kaum noch nasse Bodies und wenn ab und zu mal was ausläuft, dann ist es halt so und dann kommt es gleich in die Waschmaschine. Richtig. Genau. Auf jeden Fall. Vorteile wären, dass es waschbar ist im Vergleich zu Pampers. Die trocknen auch schnell, diese Einlagen. Oh. Richtig schnell. Das Äußere braucht ein bisschen länger, weil es ja diese wasserabweisende Schicht hat. Genau. Wir haben ein Set aus 12 Windeln und wir waschen alle 2 Tage. Was ganz gut. Funktioniert, genau. Diese Einlagen haben wir halt ordentlich davon, weil die braucht man häufiger als das Äußere. Deswegen, ja, man kann so eine äußere Windel ruhig mehrmals benutzen und die Einlage muss natürlich immer neu reinkommen. Ja, das haben wir gesagt, das ist alles desinfizierbar mit Essigwasser.
Es wird gebleicht an der Sonne. Der große Vorteil ist, es entsteht kein Müll. Wir benutzen Pampers nur nachts und wenn wir weggehen. Und selbst da fällt an 2 Tagen echt eine große Menge an Müll an. Gefällt uns nicht so gut, ehrlich gesagt. Stinkt und es wird schwer. Und ich finde die Alternative mit den Stoffwindeln einfach viel schöner. Ja. Auf jeden Fall. Das ist genau. Der Geruch hier bei denen ist auf jeden Fall definitiv weniger. Ja, und es gibt auch keinen Windelausschlag. Also es ist selten mal ein bisschen rot, aber dann wird es kurz an der Luft alles getrocknet und dann geht die Haut ganz gut. Mit Pampers sieht es ein bisschen anders aus. Also wenn er da die über Nacht trägt, dann kann es schon sein, dass es kleinere rote Stellen gibt, würde ich mal sagen. Mhm. Also mit Stoff ist es deutlich angenehmer für die Haut. Es ist atmungsaktiver, angenehmer auf der Haut. Genau. Ja, und man hat natürlich keine fortlaufenden Kosten durch Pampers. Das ist die einmalige Anschaffung von den Windeln. Also ja, 150 haben wir gezahlt für das 12er Set an Stoffwindeln. Und dann kommen eben diese Rollen dazu, wenn man die will. Oder man holt sich halt die aus dem DM Rossmann, diese Einlagen, diese Auflagen. Dann ist man noch günstiger unterwegs, langfristig gesehen. Ja, die passen für Kinder von 3 bis 13 Kilogramm. Da werden wir mal schauen, wie das weitergeht mit dem Kleinen. Ja, die Pampers, sag ich schon, die Stoffwindel wächst mit. Also dieses Modell reicht ja dann bis 13 Kilo, was ganz gut ist. Bei Pampers muss man immer wieder zur nächsten Größe switchen. Deswegen, genau. Nachteil, wir haben einen öfteren Wechsel. Bis zum dritten Monat war die wenig passgenau, muss ich sagen. Also es gab größere Unfälle dann mit Waschen. Konnte man es in den Griff kriegen. Ja, man braucht halt einen größeren Vorrat an Windeln. Man hat die einmaligen Anschaffungskosten. Und ja, wenn man sich ekelt, sowas mal kurz von Hand aus zu waschen oder so, dann ist es vielleicht nicht das Richtige für euch. Ja, gleich, mein Schatz. Aber das müsst ihr für euch wissen. Super. Es war knackig zum Schluss, deswegen ab geht's. Super, dass ihr da bis zum Schluss geschaut habt.